Hallo, ich möchte heute einmal etwas die Jakarta Enterprise Edition ansprechen und hier ganz speziell auf Security-Aspekte eingehen bei der Konfiguration über LDAP in einem Wildfly-Server. Ich habe hierzu mal eine kleine Anwendung aus dem Internet heruntergeladen. Die URL hierfür könnt ihr hier sehen. Die Anwendung selbst ist noch auf Java Enterprise Edition und für den JBoss 6 Server entwickelt. So wie es aussieht, wird diese Anwendung vom Hersteller auch nicht mehr weiterentwickelt und daher habe ich die Anwendung zunächst einmal auf Wildfly Server umgestellt und dann auf Jakarta Enterprise Edition migriert. Ich möchte die Anwendung hier einmal kurz vorstellen. Es geht also darum, Tickets für Konzerte zu bestellen. Ich kann mir hier die Bands für diese Konzerte anschauen und verwalten. Etwa auch löschen und neue Bands erstellen. Dasselbe für Tourneen, kann auch Konzerte suchen oder auch Bestellung dann wieder hier bestellen und auch die Bestellung dann auch wieder stornieren, tagesaktuelle Konzerte suchen. Des Weiteren kann ich mir einen Stand über die aktuellen Umgebung in meiner Anwendung anschauen. Ich sehe hier also meine Bestellungen, meine Tourneen, meine Konzerte, was sonst passiert ist, meine Bands und so weiter. Ursprünglich waren dies einfach, oder in der Originalanwendung sind das die einzigen drei Menüpunkte, die ich habe. Und die sind mit JavaScript entwickelt. Ich habe zunächst einmal dann diese Menüpunkte auf Prime Faces umgestellt und dann einen neuen Menüpunkt hinzugefügt, der es mir erlaubt, mich anzumelden, abzumelden oder auch irgendwelche Informationen über meine aktuellen Anmeldungen zu erhalten. Ich möchte das mal kurz zeigen. Siehe hier also mal, dass ich nicht angemeldet bin, bin auf einem Wildfly-Server und die Management-Version, die Version ist also 23, Produktversion ist 30 und Java-Version und die Security geht hier über LDAP und das ist mein LDAP-Server und mein Search-Space zum LDAP-Server. Weiter sehe ich hier keine Parameter, weil ich noch nicht angemeldet bin. Wenn ich mich nun einmal anmelde, mache ich mal. Bin ich hier angemeldet und dann sehe ich wenn ich jetzt meine Info mache, sehe ich ein schönes Bild von meiner derzeitigen Anmeldung und dann auch mal dementsprechend Anmeldeparameter. Wenn ich mich hier jetzt wieder abmelde, dann sehe ich, bin ich mir angemeldet. Wenn ich jetzt hier wieder reingehe und versuche, diese Band zu löschen, dann bekomme ich eine böse Meldung, dass ich nicht angemeldet bin und nicht autorisiert bin, die Band zu löschen. Wenn ich mich jetzt wieder anmelde, dann gehe ich jetzt Band rein. Wenn ich jetzt meine Band lösche, sehe ich, dass es jetzt hier problemlos möglich ist, die Band zu löschen. Die Security in Wildfly ist ja mit das Elitren Framework implementiert. Nähere Informationen hierzu kann ich in dieser URL finden. Informationen jetzt ganz speziell zum LDAP finde ich dann hier. Hier sehe ich, wie ich das in LDAP zum Beispiel implementieren muss. Ich möchte nun einmal zeigen, wie die LDAP-Konfiguration aktuell bei mir aussieht. Hierzu melde ich mich zunächst einmal an den LDAP-Server an. Da ist also hier bei ASUSTeK. Ich benutze den Admin-Anmeldung. Wenn ich mich hier also anmelde, dann sehe ich die Parameter für meine Domäne. Ich habe hier zwei Organisationseinheiten, das ist Users und Rollen. Bei den Users habe ich einen Test-User. Sehe ich hier den Test-User, diese Parameter sowie von Wildfly empfohlen. Und was hier noch von Bedeutung ist, das ist die UID, das ist der Schlüssel,
über den ich dann aus Wildfly hinzugreife. Dann habe ich hier die Rollen, diese Rollen, da habe ich den Admin. Und ich sehe hier in dieser Rolle Admin ist nur der eine Benutzer, nämlich der Test-User und weiter keine. Mehr gibt es eigentlich zu dieser Konfiguration hier in diesem Moment nicht zu sagen. So, nun möchte ich noch zeigen, wie das dann im Applikationsserver aussieht von Wildfly. Also hier gehe ich mal in die Konfiguration und die Security finde ich unter Electron Security. Und das erste, was ich jetzt testprüfen möchte, ist das Verzeichnis zu meinem LDAP-Server. Finde ich hier im Dir-Kontext. Und hier habe ich also dann Other Settings, mein Dir-Kontext. Hier, ich habe hier im LDAP-Dir-Kontext mit meinem Verweis auf meinen LDAP-Server mein Distinct Name zu meinem Admin-Server. Was ich dann als nächstes benötige, ist ein Security-Realm. In dem Fall habe ich ja ein LDAP-Realm. Ich sage mein Security-Realm. Das ist mein ASUSTECH-LR mit meinen Parametern. Und hier kann ich nochmal die Verknüpfung zu meinen Rollen sehen. Das geht über CN zu den Rollen. Was ich dann als nächstes benötige, ist dann das Decoden von der Rolle. Also ich habe einen Simple Role Decoder mit dem From Roles und das geht zum Attribut Roles. Jetzt schaue ich mal kurz, was ich dann als nächstes benötige. Also meinen Role Decoder habe ich getestet, gecheckt. Als nächstes benötige ich dann die Security Domain, wo ich dann meinen Role Decoder aufnehme. Ich habe meine Security Domain. Ich habe meine Security Domain. Ich habe LDAP Domain. LDAP Domain. Und da kann ich mal die Verknüpfung anschauen. Ist also vom Roles Attribut wird hier verknüpft. So. Ich kann mal schauen, was ich als nächstes benötige. Ich habe also diese LDAP-Domain und die muss jetzt verknüpft werden mit dem HTTP Authentication Factory. Und diese HTTP Authentication Factory benötigt nicht nur die LDAP-Domain hier oben, sondern auch eine Verknüpfung zum anderen Tower und das mache ich über das Web LDAP-Domain hier. Das heißt, ich brauche zunächst einmal eine HTTP Authentication Factory. Ich habe hier meine Authentication Factories. Und hier auch meine HTTP Authentication Factory. Hier habe ich meine Web LDAP Domain. Mein Web LDAP Domain. Schauen wir mal. Authentication Factory. Und da habe ich hier meine Verknüpfung zur LDAP Domain. Und über diese Mechanismen Configuration kann ich dann die Verknüpfung zum LDAP-Domain erhalten. Ich habe hier also eine andere Verknüpfung zum anderen Teil über die Web-LDAP-Domain. So, das nächste ist dann, dass ich diese Web-LDAP-Domain anschauen muss. Und diese Web-LDAP-Domain, die ist im anderen Tower. Muss ich also jetzt ins andere Tower schauen. Subsystem anderen Tower. Und hier habe ich meine Application Domains, meine Web LDAP Domain. Schau ich mal an. Und hier habe ich dann meine Verknüpfung zum Application LDAP HTTP Authentication, die ich vorher angelegt habe. Was ich jetzt noch brauche, ist dann die Verknüpfung zu den EJBs. Schau nochmal die Verknüpfung zu den EJBs und hier brauche ich dann auch die Verknüpfung zur Web LDAP Domain und zur LDAP Domain. Schau mal ein EJB. Und hier habe ich meine Domains. Hier habe ich also meine Web LDAP Domain.
Und hier in diesem Web-LDAP-Domain ist dann die Verknüpfung zur LDAP-Domain. Somit habe ich in der Konfiguration alles erledigt und mehr gibt es hier nicht zu sagen. Und der nächste Schritt ist dann die Konfiguration in dem Anwendungsprogramm. Hier habe ich also nochmal meine Anwendung Ticket2Work und da schaue ich mir zunächst einmal das Web-XML an. Hier da unten habe ich also meine Rolle, die Rolle Admin und meine Verknüpfung zum Undertow über die Web-LDAP-Domain. Und dies gebe ich in die Web-LDAP-Domain, gebe ich in meiner Form an und hier habe ich dann die Verknüpfung zu meinen Login und Error Pages. Weiter unten habe ich dann die weiteren Kontextparameter, die ich im Programm verwende. Das ist also die, wo ich teste, ob ich die über die Security LDAP gehe. Dann meine Verknüpfung nochmal zum LDAP Server. Das Präfix für mein Distinct Name geht hier über die UID. Mein LDAP Search Base und mein Admin User Distinct Name und dann mein Passwort, das ich hier verschlüsselt habe und zunächst einmal im Programm dann wieder entschlüsseln muss. Hier dann noch kurz mein Login XHTML, das diese JSecurity Check verwendet, um die Security Prüfung über den Wildfly Server durchführen zu lassen. Das Lesen der LDAP-Attribute in der Anwendung mache ich über eine eigene Klasse, die ich dann in User Java muss ich zunächst einmal prüfen, ob ich den LDAP-Parameter überhaupt gesetzt habe. Das mache ich hier über den Schlüssel Security, wenn der gefüllt ist, setze ich die ist LDAP auf True und dann hole ich mir den LDAP-URL, die Search Base, den Distinct Name, Admin-User und Passwort aus der Web-XML. Das Passwort ist dabei verschlüsselt, das heißt, das muss ich zunächst einmal entschlüsseln. Mache ich hier, das ist ja relativ einfach. Ich setze nur hier den Decrypt-Mode beim Cipher. Seht ihr den Decrypt-Mode, dann dekodiere ich diesen Passwort-String, dekodiere ich, weil der ist ja Base4-seitig enkodiert. Und dann kann ich diesen Passwort-String, den entkodierten Passwort-String, wieder entschlüsseln über das Do-File und dann den Passwort-String mitgeben. Dann kann ich hier weitermachen. Dann kann ich den Initial-Context setzen. Dann habe ich ja den Passwort-String in klar, setze meinen Initial LDAP-Kontext und fülle meine Parameter, mein Initial Context Factory, mein Prinzip mit Admin User und Security Credential mit meinem klar Passwort. Und dann kann ich mir hier meine Attribute über das Basic Attributes meine Attribute herauslesen. So, nun möchte ich zum Schluss noch einmal zeigen, wie das dann in meiner Bean aussieht. Ich habe hier also eine Bandverwaltungs-Bean. Das ist eine Stateless-Bean und die hat mehrere Methoden. Zum Beispiel das Lesen der Bands darf jeder machen. Hier habe ich einfach die Annotation Permits All. Damit hat jeder das Recht, die Bands zu lesen. Dasselbe ist beim Bandnamen herauslesen. Darf jeder. Jeder darf die Bandnamen herauslesen. Dagegen das Erstellen einer neuen Band darf nur jemand machen, der die Rolle Admin hat, also Rolle-Laut nur Admin. Und dasselbe beim Updaten der Band, auch nur Admin. Und dasselbe beim Löschen der Band, also auch nur mit der Rolle Admin. Dagegen das Lesen der Band-ID darf wieder jeder machen. So, das war es jetzt von meiner Seite. Ihr könnt gern unten einen Kommentar hinterlassen, was ihr davon haltet. Danke und tschüss.